Morgen und hallo bei Geschichte Tag für Tag. Heute haben wir den 8. Dezember und wir haben noch 23 Tage vor uns. 1861 entsteht ein neuer Staat. Ende der 1850er Jahre haben wir den Krimkrieg. Russland gegen osmanisch, französisch, britische Verbündete. Russland verliert und verliert dadurch seinen Machtanspruch auf die Großfürstentümer Moldau und Walachei. Der Fürst Alexandru Ioan Ciuța, ich hab's richtig ausgesprochen, bildet daraufhin eben 1861 aus der Walachei und dem Großfürstentum Moldau das Land Rumänien. 1881 kommt es kurz vor einer Vorstellung im Wiener Ringtheater zu einem Großbrand. Knapp 400 Tote wird es geben und keiner weiß so richtig, wie dieser Großbrand entstanden ist. Aber es hat die Konsequenz, dass in Wien die Feuerwehr reorganisiert wird, verbessert wird. Es war die größte Brandkatastrophe Wiens im 19. Jahrhundert. 1938 geht in Kiel die Graf Zeppelin vom Stapel. Dabei handelt es sich um den einzigen Flugzeugträger, den das Dritte Reich bzw. Deutschland jetzt im allgemeinen Sinne jemals gebaut hat. Die Graf Zeppelin dümpelt dann in der Kieler Förde umeinander, wird aber nicht mehr fertiggestellt. 1955 beschließt der Europarat seine Farben bzw. seine Flagge, und zwar auf blauem Grund, jetzt 12 goldene Sterne. Jeder Stern symbolisiert einen Mitgliedstaat des Europarates. Und da wir ja vorhin die Bildung eines Staates hatten, Rumänien, haben wir heute im Jahr 1974 wieder was Neues für ein Land. Und zwar wählen über 70% der griechischen Wahlberechtigten die konstitutionelle Monarchie ab zugunsten einer Republik. 1980 erschießt ein offensichtlich geisteskranker US-Amerikaner in New York John Lennon. Diese Nachricht geht wie ein Lauffeuer um die Welt. Der Kopf der ehemaligen britischen Boyband The Beatles, ich denke, ich brauche da nichts erzählen, hat sich für den Weltfrieden eingesetzt und sein Tod trifft die Welt, sage ich schon mal, ja, fast wie ein Schock. Dann habe ich mir wieder ein paar Geburtstage ausgesucht und ein bisschen was aufgesetzt. 65 vor Christus wird Horaz geboren. Horaz ist neben Catul und Vergil der größte römische Dichter. Sein Hauptwerk, die Carmina, besser als Oden bekannt, gilt als einflussreichste Sammlung abendländischer Lyrik. Politische und ethische Themen sind Ausgangspunkt für Horaz Dichtung. 1542 kommt Maria Stuart auf die Welt. Mit dem erfolglosen Versuch von Maria Stuart, einer Urenkelin des englischen Königs Heinrichs VII., ihre Ansprüche auf den englischen Thron durchzusetzen, scheiterte die Rekatholisierung Englands. 1567 zwang sie der protestantische, schottische Adel zur Abdankung. Nach der Flucht zur englischen Königin Elisabeth I. wurde sie inhaftiert und nach der Aufdeckung eines angeblichen Mordkomplotts gegen die Herrscherin, eben gegen Elisabeth, zum Tode verurteilt und auf dem Green Hill im Tower enthauptet. 1813 kommt Adolf Kolping auf die Welt. Dabei geht es um einen deutschen katholischen Priester. Kolping war Gründer des katholischen Gesellenvereins, heute Internationales Kolpingwerk genannt, hat Verbreitung gefunden in über 36 Ländern, in denen katholische Handwerksgesellschaften zu ganzen Christen, zu Meisterschaft im Beruf und zu verantwortungsbewussten Staatsbürgern erzogen werden sollen. Damit wäre ich zum Ende gekommen. Ich denke, wir sehen uns morgen wieder
Und bis dahin wünsche ich euch was und sag Servus.